ich werde kein Freund von diesem Motorgeräusch. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. So Leute, an dieser Stelle herzlich willkommen, oh Gott, die zieht ja, zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Motorraddiele und ich habe mir die GSX 8S mitgenommen. Ja, meine Freundin fährt gerade die GSX S 1000 und ich habe mir einfach mal gedacht, ja gut, nehme ich halt mal die 8S, weil ich wollte mal wissen, was kann das Ding. Okay, also ja, schiebt, ne? Ich bekomme gerade leichte Honda Hornet Vibes, muss ich ehrlich sagen. Die Hornet fühlt sich sehr ähnlich an. Das ist das Erste, was mir gerade auffällt. Der Dampf ist auf jeden Fall da. Trotz der, ich sag mal, relativ bescheidenen Leistung, die das Ding hat, ne? Ich blende euch hier einfach mal das Datenblatt ein. Da könnt ihr einfach mal sagen, was ihr davon haltet. Es sieht von den nackten Zahlen nicht berauschend aus, bin ich ganz ehrlich. Aber sie ist schön. Sie ist wirklich schön. Sie ist unfassbar klein, leicht. Und sie fühlt sich jetzt schon sehr wendig an. Oh Gott, die Bremse, die packt richtig hart. Seht ihr das? Scheiße, Mann. Ja, die packt echt gut. Das ist sehr spannend. Okay, Ride-by-Wire. E-Gas hat sie. Muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, ein bisschen seltsam. Fühlt sich irgendwie ein bisschen schmierig an, also verzögert. Als ob so eine Art Input-Lag dabei wäre. Das ist jetzt gerade nicht so geil. Ihr wisst ja, ich bin die-hard Suzuki-Fanboy. Aber ich gebe trotzdem meine ehrliche Meinung, ne? Das, ja, wie gesagt, gefällt mir jetzt gerade nicht so gut, dass das hier leicht verzögert kommt. Das hat die GSX S 1000 besser gemacht. Und, ja, ansonsten aber von der Form her wunderschön. Wir gehen auch gleich nochmal kurz ums Bike rum, damit ihr den ganzen Lachs auch nochmal vom Nahen sehen könnt. Und, ja, ne, ich weiß nicht. Also, es ist schwer, die Hornet zu toppen, sag ich mal so, ne? Weil die Hornet ist ja schon ein sehr schönes Bike. Ich muss eben mal kurz nebenbei darauf achten, dass meine Co-Pilotin da ja, hinten dran bleibt. Ne? Quickshifter funktioniert wunderbar. Nach oben und unten, klasse. Das fände ich persönlich ziemlich geil, weil ich bin großer Fan von sowas. Ne? Also Quickshifter bei modernen Bikes absolut Pflicht für mich. Deswegen hat meine Schwester auch bei ihrer Hornet den Quickshifter Blipper dazugenommen. Ja, im Sportpaket quasi. Ja, ja. Also wie gesagt, die Bremse finde ich sehr, sehr, sehr ruppig. Die spricht sofort an, die ist sofort da. Also so soll es ja eigentlich sein. Es ist nur gerade ungewohnt für mich, das sage ich ganz ehrlich. Könnte aber auch daran liegen, dass ich jetzt zuletzt die GSX RS-Rad von meinem Kumpel überführt habe und da war die Bremse leider nicht so toll. Ne? Ansonsten ja. Wendiges Motorrad. Ich gebe mal meiner Freundin hier das Zeichen, dass sie mal überholen soll, damit sie auch mal ein bisschen Spaß hat. Jop, da kommt der Dampfhammer. Ne? Ihr erstes Mal heute auf einer 1000er. Jetzt hat sie gerade da die GSX S 1000. Der Spaßmodus ist auch aktiviert. Also sie kann das Ding auch genießen. Und ja, ne, mal gucken, ob sie danach gierig ist und sagt, sie will jetzt doch eine 1000er und die GSR 600 soll weg. Jeder wie er will. Boah, die fährt mir aber auch so davon, ne? Ich habe jetzt gerade mal Vollgas gegeben. Und ja, sie fährt mir davon. Ja, klar, ne? Liegt halt ein bisschen Leistung zwischen dem Gerät und dem Gerät da vorne. Ich bin Suzuki Fanboy, das wisst ihr alle, ne? Ich bin nur nicht sicher, Digga, so lange habe ich meinen Arm noch nie heben müssen. Ich bin nur nicht sicher, ob die Honda Hornet nicht da doch das Rennen macht gegen die 8S. Dafür müsste ich beide Bikes länger fahren und mehr ausprobieren können, als jetzt nur auf einer kurzen kleinen Testfahrt. Okay, sie möchte, dass ich sie überhole. Machen wir doch mal. Also sie scheint Spaß zu haben, das gefällt mir. Also finde ich cool.
Boah, das Ding, das hebt sich, ne? Hinterradbremse spricht, matschig an, habe ich jetzt gerade mal festgestellt. Nicht so schön taktil wie jetzt die Vorderradbremse, weil die Vorderradbremse, seht ihr hier, guck mal. Das ist der Wahnsinn. Also die ist gut. Hupsala. Wir fahren jetzt gleich mal irgendwo ran und dann gucken wir gleich mal, was sie denn so jetzt dazu sagt. Auch zu der Tausender. Und? Schön. Oh. Bitte mach jetzt hier kein Power Wheelie. Ich finde das Motorgeräusch ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, die nagelt so. Hört ihr das? Weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ne? Klingt für mich irgendwie ein bisschen ungesund. Aber ja, wird wohl nichts mit sein. Das Bike hat ja mal gerade 6K runter oder nicht mal 6K. Ne? Aha, Leute, die meinen Kanal länger verfolgen, wissen, wo wir gerade sind. Genau hier bin ich letztes Jahr am selben Tag auch mit einer GSX S1000 lang gefahren. Und wir fahren jetzt hier mal auf den Parkplatz, dann gucken wir uns mal eben hier dieses Schmuckstück noch an und dann, wo wir schon dabei sind, gucken wir uns auch die GSX S1000 noch mal an. Oder? Kommt sie klar? Fahren wir mal hier so ran. Komm rüber. So Leute, wir haben hier jetzt die GSX 8S. Ich bin kein Blau-Fan, aber das ist ein schönes Blau. Ne? Also es sieht irgendwie so sanft aus. Ich bin jetzt ganz ehrlich, es ist kein spektakuläres Bike. Das Heck gefällt mir sehr gut, der Kennzeichenhalter natürlich nicht. Problematisch wieder, das Rücklicht sitzt hier mit drinne. Das heißt, aber ich wette, es gibt hier eine Abdeckung für, wo das Licht dann hier mit drin ist. Ansonsten kann man sich ja selber was bauen. Oh, sie fährt hier ein bisschen rum, übt schon ein bisschen, das ist sehr gut. Ne? Leute, ich möchte jetzt nicht schlecht über Suzuki reden. Ne? Es ist für mich wirklich die Top-Marke, meine Lieblingsmarke und All-Time-Favorite. Aber bis jetzt der Eindruck war etwas charakterlos, das Bike. Mal gucken. Wir fahren gleich nochmal zurück, geben wir nochmal ein bisschen mehr Biss. Und dann gucken wir einfach mal, ja, was da so geht. Ne? Motorsound natürlich serienmäßig Katastrophe. Was ich aber sehr schön finde, ist einfach diese Frontpartie. Da spalten sich die Geister, ist klar. Ich finde das wunderschön. Das sieht einfach nur klasse aus. Also ganz, ganz großes Kino. Ähnlich jetzt hier wie bei der GSX S1000. Ne? Diese beiden Linsenscheinwerfer. Die haben wir hier auch. Nur halt nochmal diese Fighter-Wespe. Oh Gott. Oh, Wespe, verpiss dich bitte. Ich habe so Angst vor Wespen. Ne? Real talk. Oh. Hello, Motherfucker. Und die will mir hinterher. Okay, so, zurück. Zurück zur GSX 8S. Also, das finde ich... Oh, sie ist schon wieder da. Wunderschön. Bevor mich die Wespe jetzt hier gleich attackiert. Hat Spaß? Ja, mega. Also, Tausender ist doch kein Hexenwerk, ne? Das ist geil. Das ist ja, weil du hast die Leistung immer da. Jeder Gang. Einfach bam. Ne? Ist geil. Ja, ich hab's gesehen. Wir werden sehen. Wir schnacken da später zu Hause nochmal drüber. Hä? Mal gucken, vielleicht kriege ich sie doch auch eine Tausender. Ja, genau. Ne? Das hier finde ich sehr schön übrigens, diese Flanken. Und ne? Sie ist dynamisch. Fährt auch sehr gut. Also okay, 13 km/h jetzt nur mit Kupplung sozusagen. Die GSX S1000, die da hinter mir fährt, die hat ja den GSX R 1000 K5 Motor, nur halt ein bisschen, sagen wir mal, kastriert und besser übersetzt, damit sie auch City-tauglicher ist. Ne? Weil der K5 Motor ist schon ein Monster und die Leistungsentfaltung so macht keinen Sinn auf dem Naked Bike. Also wenn man das jetzt 1:1 übersetzt hätte, ne? Wie bei der K5 K6 Reihe. Ne? Aber egal. Also für das, was dieses Bike kostet, nagelneu, mit Überführung und allem drum und dran, da ganz ehrlich, da kannst du nichts sagen. Also
Was ich schon gehört habe, ist, dass die Konnektivität hier nicht so toll sein soll. Das hat Honda wohl besser hinbekommen. Aber ganz ehrlich, das ist, wäre jetzt meckern auf hohem Niveau. Oh, das war auch eine G6 S1000. In der Power Edition, glaube ich. Sozius-Abdeckung, Akrapovic und was da alles so zugehört. Toll, finde ich schön. Ja, das Display, ich bin kein Freund davon, von diesen, ja, Handy-like Displays. Finde ich persönlich nicht so geil, aber muss ja auch nicht jedem gefallen oder muss mir ja nicht gefallen. Denn für mich kommt dieses Motorrad sowieso nicht in Frage. Ich habe mein Traummotorrad schon und wenn ich mir Naked kaufen würde, dann hätte ich doch gerne einen Vierzylinder mit Minimum 750 Kubik, besser noch 1000. Und das ist jetzt halt ein Parallel-Twin. Bin ich persönlich nicht der Fan von, obwohl Parallel-Twins weiß Gott nicht schlecht sind. Aber es freut mich auch, dass meine Freundin heute Spaß hatte mit der 1000er. Das muss einfach auch mal sein, dass sie auch mal aus ihrer Komfortzone rauskommt. Ne? Ich weiß ja, dass sie fahren kann, sonst hätte ich das nicht gesagt oder hätte das nicht befürwortet, dass sie es tut. Aber ja, sie kann fahren, sie traut sich manchmal nur selber nicht so wirklich zu und war deswegen etwas zögerlich, ob sie dann eine 1000er fahren soll. Also jetzt heute praktisch hier. Ne? Und hat sie jetzt aber gemacht, finde ich toll. Ne? Einfach mal aus der Komfortzone raus und einfach mal sagen, komm, mach ich. Ne? Einfach Spaß haben. Ich werde kein Freund von diesem Motorgeräusch. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir Naked kaufen würde, dann wäre sowas wie die GSX S1000 eher mein Fall. Da lädt sie jetzt aber durch. Boah, ich komme hier gar nicht hinterher. So, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Joghurt. Lasst gerne Like und Abo da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann veranstalten. Macht es gut. Haut rein. Ciao, 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 ciao. Told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down.